So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Satisfactory. Mit dabei wieder die Snow. Hallo. Die ist irgendwo da hinten. Und die macht eine Überraschung. Und wir dürfen nicht gucken. Okay, sie ist nicht da. Nee, sie baut da hinten irgendwie eine Überraschung. Und ich darf da nicht hin. Deswegen sage ich mir, ja gut, dann suche ich Schnecken. Wir brauchen unbedingt ein paar Schnecken. Ohne Schnecken kriegen wir nicht den Speed hin, den wir gerne haben wollen. Deswegen gucke ich mal. Speed. Jetzt hat's geleckt. Ich habe gerade gedacht, jetzt schmiert alles ab. Das wäre ungünstig. Oh. No, don't do that. Warum fährt unser Auto gegen den Auto... Bin das ist normal. Das tut er öfters. Aber das ist die andere Seite. Dann weiß ich nicht. Es wird stärker. Hier muss irgendwo eine Schnecke sein. Oh, ich bin rausgeflogen. Nein. Wirklich? Ich sehe dich noch nicht. Ich guck mal, warum. Okay, was ist jetzt los? Toll. Hallo? Hallo? Ja. Ach, okay, ich habe gerade gedacht, jetzt ist alles runtergefallen. Nö. Hä? Ist die Schnecke also da unten? Komme ich denn da überhaupt wieder hin? Okay. Ich weiß nicht, ob... Moment, das können wir ja gleich mal testen. Vielleicht können wir ja hier außen rumlaufen. Genau hier rüber. Nice. Jetzt kann ich gucken, ob die Schnecke... Oh nee, die Schnecke ist doch da unten. Oder hier unten. Ich glaube... Oh, ich weiß vielleicht, wo die ist. Ich glaube, ich gehe mal da unten in die Höhle rein, die wir letztens gefunden haben. Ich glaube, da könnte die Schnecke sein. Oder? Nein. Ich muss nochmal zurück. Bin mir unsicher. Wenn ich hier einmal unten bin, dann komme ich da auch nicht mehr so schnell wieder hoch. Das ist gerade irgendwie schlecht. Geronimo! So, nochmal. Irgendwoher. Hallo, ich bin wieder da. Baby. So, jetzt nochmal. Diesmal laufe ich aber hier lang. Hä, was ist das? Achso, Eisen. Hä? Es sagt an, dass hier eine Schnecke ist. Stimmt aber nicht. Bin vielleicht doch unterirdisch. Na okay, dann muss ich doch nach unten hier. Oh nee. Ja gut, ab. Ins Au! Okay.
Mist, das Wasser war doch nicht so tief, wie ich dachte. Bist du tot? Nee. Aber er hatte noch 2 Leben. Musst du unser Stimpack benutzen. So, dann gehe ich mal nochmal in die Höhle rein. Vielleicht ist hier jetzt nochmal eine Schnecke aufgetaucht. Aber ich glaube nicht. Das Spiel will mich also nur verarschen. Toll. Aber ich frage mich, ob die Schnecken sich wieder regenerieren. Also, ob die denn wieder auftauchen nach einer Zeit oder nicht. Das wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht. Weil es wäre blöd, dann haben wir bald alle Schnecken eingesammelt. Nö. Aber vielleicht ist ja auch das der Sinn, dass man nicht so viele Schnecken hat. Nein, ich will Schnecken. Würfel, was sagst du dazu? High five. Okay. Ja, aber angeblich soll da eine Schnecke sein, aber nee. Vielleicht haben wir die schon eingesammelt. Letztens war ja das Problem, dass wir die trotz dessen gesehen haben, die Schnecken. Also, dass es trotz dessen geblinkt hat, obwohl wir sie eingesammelt hatten. Ja, aber danach habe ich geguckt, bei der alten Stelle, da war alles in Ordnung. Du gehörst uns. Tipp Nummer 7. Okay. Dann gehe ich mal weiter suchen nach Schnecken. Diesmal gehe ich mal in ein... Ah! Wir sind, ich bin jetzt... Wo bin ich? Ah, da bin ich. Ah, ich bin jetzt da, wo... wie heißt das? Das komische böse Gebiet. Da wo wir den ersten Dings gefunden haben. Ah. Den ersten Computer. Schnecki, bist du hier? Oh nein, Schnecki ist da oben. Wir brauchen ein Jetpack, falls sowas gibt. Später garantiert irgendwann. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das später irgendwann gibt. Ja, das ist Muss bei der Schneckensuche. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und finde hier eine Schnecke. In der Schnecke? Eine Höhle. Vielleicht finde ich ja eine Schnecke in der Höhle. Oh, Kacke! Miau! Miau! Nee! Okay. Au! Verkackte Spinnvieh. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Bin ich mal gespannt. Ich habe eine Hülle gefunden und da sind Spinnen drin. Ich glaube, ich habe da Chance, was Tolles zu finden. Mehr oder weniger. Aber das Pistolending ist cool. Und hier hast du es jetzt mitgenommen? Ja. Das ist mega. Ein Schuss und so ein Vieh ist tot. Und ich habe so ein Kristall gefunden. So ein Snow-Kristall. Oh. Keine Ahnung, aber ich nehm's mit. Aber leider keine Schnecke. Miau. Aber was macht dieses Snow-Ding eigentlich? Keine
Keine Ahnung. Work in progress. Aha. Also sind die noch dran am Arbeiten. Kann ich nicht. Oh, das ist falsch. Kann ich das nicht bei 1, 2, 3 oder 4 reinpacken? Inventory. 1, 2, 3, 4. Nee, kann ich leider nicht. Hm, egal. Gucken wir mal weiter. Das geheimnisvolle Suchen nach einer Schnecke. Ich habe ein Signal aufgefunden. Au! Warum greift es mich an? So, du Viech, komm mal her. Oh. Mist. Ja, renn du nur weg. Ha, das Vieh hat Respekt vor mir. Oh Gott. Die halten ein bisschen mehr aus. Die halten richtig was aus. Hey! Doch nicht so aus der Überraschung. Nee. Oh Gott. Ja. Es ist die Mutter. Okay. Du kennst doch die komischen kleinen Viecher. Ich habe jetzt die Mutter gefunden. Du meinst die Spinnen? Nee. Von den Viecher, die schießen. Oh. Sie ist doppelt so groß wie die anderen Viecher. Okay. Au! Ich hab noch 3 Schuss, das ist nicht gut. Noch ein. Mist. Okay, das war's. Bin tot. What the fuck? So ein kleines Mistvieh. Brauche ich, um das herzustellen. Ah, okay. So ein Mist. Oh. Oh. Unser Auto hat bald nicht mehr genügend Tank, ich muss mich beeilen. Okay. Hä? Nee, Moment, das kann doch nicht sein. Wir haben doch da 200 Stück reingeschmissen. Jetzt sind schon nur noch 4 drin. Oh. Okay. Das geht aber schnell. Na gut, aber dafür bringt es auch schön viel Kohle, ne? Oh ja. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das stimmt. Davon haben wir jetzt richtig viel. Ich glaube, das ganze Lager ist jetzt damit voll. Bin ja. Da also so richtig. Deswegen habe ich jetzt noch einen Stromgenerator gebaut, damit das endlich mal ein bisschen weniger wird. Einen dritten? Ja. Okay. Und es könnte noch einen vierten vertragen. Nee, ich würde so nicht. Würde ich so nicht unterschreiben, weil die Forschung, die wir jetzt machen, da wird gesagt Stahl. Und Stahl braucht Kohle. Oh. Also braucht man Eisen und Kohle für. Bedeutet,
Das brauchen wir denn später auch. Rüstung bräuchten wir vielleicht auch. Weil ich merke gerade, die Viecher machen gut Schaden. Okay. Ist das was zu essen? Ist das? Nee, das war Leaves. Mist. Kann ich nicht Blätter essen oder so und mich damit regenerieren? Jetzt will er auch noch Blätter essen hier. Ja. Das wäre perfekt. So, da kommt das Vieh schon angerannt. Du Kacker. Komm her. Ich bin Neo. Kann ausweichen. So. Das eine Vieh ist weg. Wo ist jetzt das Große? Das Große war, glaube ich, auch schon fast gut angedütscht. Nee, sieht alles gut aus. Gut, dann kann ich ja weiter nach der Schnecke suchen. Okay, die Schnecke ist also in dem Bereich hier. Hier vielleicht? Nee. Oh, ich sehe sie. Soll ich denn bitte schön da hochkommen? Ich frage mich echt, ob ich nicht einfach immer Baumaterial mitnehmen soll, damit ich mir irgendwie eine Treppe bauen kann nach oben. So eine Wendeltreppe. Ich glaube, das muss ich mal austesten. Mr. Kettensäge, jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Platz. Jetzt sage ich mir auch gerade zu dem Vieh hier. Aus, Platz, Sitz. Hui. Nice, weg ist es. Also diese Nagelpistole ist schon geil. Trotzdem frage ich mich, wie ich da hoch. Da ist eine Schnecke oben. Ich komme da nicht hin. Wie soll ich denn da. Jump'n'Run. Okay. Los! Ich schaff das. Nein. Ich brauche dafür, glaube ich, einen Schutzanzug. Mist. Ich glaube, die Sachen sind jetzt lost. Oh, du bist ja zu Hause. Ja. Ich muss leider unser ganzes Essen gerade essen. Oh, ist nicht schlimm. Ich bin gerade irgendwie. Das ist auch immer chaotischer. Jo. Na, ja, das ist der Anfang. Man muss ja erstmal eine Grundlage haben, dann kann man ja später alles wieder abreißen und es schön machen. Nächstes Mal gehe ich lieber in die andere Richtung. Die Richtung bringt hier nur Pech. Die Unglücks. Nee. Unglücksecke hier.
Nüsse. Nee, es sind keine mehr dran. Miau. Ich will doch nur ein paar Schnecken haben. Kann doch nicht so schwer sein. Kupfer. Aber das Muttervieh habe ich glaube ich schon erledigt. Okay, auf ein neues. Mal gucken. Vielleicht reicht es ja, wenn ich hoch genug bin. Nee. Sollte abhauen. Nein, ich will nicht sterben. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man hier hochkommt. Vielleicht über die andere Seite. Oder ich muss wirklich eine Treppe hochbauen. Das könnte vielleicht sein. Hä, wie kommen wir denn hier nochmal hoch? Okay, dann geht's halt nur von der anderen Seite. Ja gut, also ich würde sagen, mein Ausflug war, wie soll man sagen? Hat nichts gebracht. Dachte, ich finde so ein, zwei Schnecken, aber irgendwie. Nee. Ich glaube, ich muss da mal einen anderen Weg suchen nach Schnecken. Oh. Und Viech ist wieder hier. Hm? Was für ein Viech? Ja, hier war. Hier ist wieder. Oh, hi. Oh, und es schießt auf mich. Ja, so ein Vieh, nee, da will ich nicht hin. Nee, ich guck gerade nur wegen. Kann ja sein, dass ich da wieder was. Drop Pot ist, glaube ich, leer. Ja. Kann ja sein, dass er vielleicht wieder voll ist. Man weiß ja nie. Es ist ja, es gab ja ein Update, hätte ja sein können. Dass man da wieder Sachen finden kann. Das ist schon ein kleines Mistvieh. Ob ich den schaffe? Wir haben auf Blätter oder auf Holz umgestellt gehabt? Auf Holz. Holz, alles klar. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Holz. Aber ich wollte auch. Ich wollte aber zurück auf Dingens gehen. Oh, mir geht's nicht. Ich bin tot. Oh nein. Was ist das für ein Vieh? Das ist voll mächtig. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's auch für die Folge. Die war sehr produktiv. Und ja, das bedeutet, in der nächsten Folge sehen wir denn Snows Überraschung? Oder? Ja. Ist die noch... geheim. Noch in Bearbeitung. In Bearbeitung, gut. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Du musst Tschüss sagen. Ach so, Tschüss. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne? Ich wollte nochmal nur nicht Tschüss sagen. Voll im Bauflower kenne ich irgendwo.